Und schon wieder zurück bei Dragon Age Inquisition, wo wir an der Wegkreuzung herumstehen und hier einige Dinge zu erledigen haben. Unter anderem können wir Rekrut Whittle Bescheid sagen, dass wir die Vorratslager der Abtrünnigen gefunden haben, die er jetzt wiederum für die Flüchtlinge hier benutzen kann. Da steht der gute Mann herum. Jeden Morgen herrscht Frost. Ihnen werden schon bald die ersten Zehen abfrieren. Nein. Ich habe einige Vorratslager der Abtrünnigen gefunden. Ich kann die Standorte für euch kennzeichnen. Ich werde mich mit ein paar Männern auf den Weg machen und die Vorräte abholen. Das wird beim nächsten Schnee nicht wenigen Flüchtlingen das Leben retten. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Ja, Cole. Nun ja, ihr wisst schon. Definitiv. Gut, dann haben wir hier oben, glaube ich, noch mit dem Trank. Das können wir auch abgeben. Weißt du, was für eine Schiffe es war? Ja, Sir. Oh. Ich bin ein bisschen im Komplettierungsmodus heute, ne? Dann die eine oder andere Quest einfach mal abgeben. Ist auch mal schön. Natürlich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Machtpunkte wir mittlerweile angesammelt haben. Das müssten doch jetzt einiges an Machtpunkten sein. Damit können wir bestimmt wieder etliche Karten freischalten. Bitte beeilt euch! Huch. Na, red halt mit ihm. Wieso kann ich jetzt nicht mit ihm reden? Sag mal. Brief aus einem Haus in Radcliffe. Vater, ich werde in die Berge gehen, um mich den Leuten da oben anzuschließen. Sie tun das Richtige, während der Rest der Welt im Chaos versinkt. Wir können die Felder ohnehin nicht mehr bestellen. Nachdem Meister Dennett und seine Frau uns alle um unsere Sicherheit willen fortgeschickt haben und ich kann nicht einfach hier bleiben und dabei zusehen, wie die Flüchtlinge vor unserer Tür verhungern. Mutter und du solltet mitkommen. Vater, dort oben seid ihr sicher. Die Magier haben keinen Streit mit den Leuten in den Bergen und selbst die Templer lassen sie in Frieden. Außerhalb Radcliffs ist das der einzige Ort, an dem man vor diesem vom Erbauer verfluchten Krieg und den Dämonen, die aus dem Himmel strömen, sicher ist. Aber ihr werdet nicht mitkommen, oder? Ihr bleibt lieber auf unserem winzigen Stück Land, nur weil es uns gehört. Ganz wie ihr wollt. Es gehört so lange euch, bis euch diese Wahnsinnigen in ihren Krieg mit hineinziehen. Anschließend seid ihr beide, Mutter und du, nur zwei weitere verkohlte Leichen in einem ausgebrannten Dorf. Ich werde nicht bleiben, um wie ein Narr dabei zuzusehen, wie ihr sterbt. Hündel. Kann ich jetzt mit ihm reden? Ach, jetzt, weil er gesessen hat. Hier, bitte. Der Trank und eine Anleitung, wie man ihn herstellt. Sylle segne euch, oder der Erbauer, oder wer auch immer. Was macht das schon für einen Unterschied? Ich bin euch einfach nur dankbar. Ich werde ihn ihr sofort geben. Und sollte ich der Inquisition je helfen können, werde ich es tun. Darauf habt ihr mein Wort. Ich freue mich, dass wir das gemacht haben. Cole ist, glaube ich, der Einzige, der wirklich bei jeder Quest, bei jeder Aufgabe, bei der wir irgendwem helfen, dastehen hat. Cole, stimmt zu. Gesegnet sei die Inquisition. Ja, gesegnet sei die Inquisition ist vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Das war ja nicht die Inquisition, das war dein Sohn, der den Trank gebraut hat. Ich habe den nur hin und her geschleppt. Bin also nur der Postbote. Ja, gesegnet seien die Postboten. An dieser Stelle mal an alle Postboten, die eventuell hier zuschauen, auch in Zukunft. Ihr seid großartig. Ich habe schon einiges über euch gehört, Herold Andrastes. Ich bin Verzauberin Elandra. Und ich hoffe, ihr findet einen Weg, um diesen närrischen Krieg zu beenden. Wenn ihr eine Magierin seid, warum seid ihr dann nicht bei den Aufständischen? Ich war eine Verzauberin aus der Bruderschaft der Äquitarianer. Wir wollten keinen Krieg, sondern gegenseitiges Verständnis. Eigentlich bin ich verpflichtet, mich den Aufständischen anzuschließen. Aber ich hatte Freunde unter den Templern. Ich werde nicht gegen sie kämpfen. Ich weiß um meine Stärke und fürchte die Dämonen nicht. Also werde ich für mich bleiben und niemandem Schaden zufügen. Ja, ich glaube, unter dieser Prämisse können wir ihr das Phylakterion geben. Ich glaube, das ist euer Phylakterion. Ich fand es bei einem toten Templer namens Matrin. Ah. Ich hatte schon vermutet, dass er tot ist, nachdem er weder zu mir gekommen ist, noch eine Nachricht geschickt hat.
Der Erbauer möge die Narren verfluchen, die diesen Krieg begonnen haben, und die Narren, die ihn jetzt austragen. Ich danke euch. Matrin hat mir viel bedeutet. Hier, für eure Mühen. Ich wüsste gern mehr über euch und Matrin. Ah, Templer und Magier. Natürliche Feinde, wie immer wieder betont wird. Als könnten gesunde Männer und Frauen jahrelang so eng zusammenleben, ohne auf irgendwelche Ideen zu kommen. Wir waren viele Jahre lang Freunde und noch viele weitere Liebende. Doch nun ist er fort, wegen dieses Krieges. Ihr habt euch weder den Aufständischen noch den Flüchtlingen angeschlossen. Seid ihr hier ganz allein? Ja, so ist es sicherer. Für alle. Anfangs nutzte ich meine Heilkünste, um den Flüchtlingen zu helfen. Doch als die Templer mich sahen, griffen sie an. Unschuldige verloren in dieser Schlacht ihr Leben. Ich werde niemanden mehr in Gefahr bringen. Die Inquisition könnte die Fähigkeiten einer mächtigen Magierin gut gebrauchen. Wenn ich andere töten wollte, hätte ich mich den Aufständischen angeschlossen. Wieso sollte die Inquisition da besser sein? Nun, ja, das ist ja das. Magie kann auch Gutes bewirken. Ihr müsst nicht unbedingt kämpfen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie ihr der Inquisition helfen könntet, ohne anderen zu schaden. Es gibt Schutzzauber, die verstärkt, oder Siegel, die untersucht werden müssen. Und falls ihr Heilzauber kennt, könntet ihr zahlreiche Leben retten. Das ist wahr. Wenn die Inquisition denkt, ich könne ihr helfen, werde ich alles tun, was in meiner Macht steht. Ich stelle meine Fähigkeiten in eure Dienste. Gebt mir nur einen Moment, um alles zusammenzupacken. Das freut mich. Und eine weitere Emissärin für die Inquisition gewonnen. Und Cole wollte gerade noch sagen, dass er sehr erfreut darüber ist, dass wir ihr geholfen haben. Ich hab's gehört, Cole. Alles gut. Ich werde in Kürze aufbrechen. Ihr habt mein Wort darauf. Dankeschön. Gut, wieder plus eins Macht. Meine Güte, die Macht, die flattert ja hier geradezu rein. Ich kann mich kaum retten vor Macht, die mir entgegenfliegt. Ja gut, ja gut. Jetzt haben wir da oben noch... Ja, die Hütte in den Hochlanden. Mhm. Dann haben wir hier unten nämlich alles gemacht. Und das war nur das erste Gebiet, ne? Das ist das erste Gebiet, in das wir reingekommen sind. Das war nur das erste Gebiet. Es ist unglaublich. Aber alles hat Halt, was ihr gefunden habt. Jetzt wird erstmal niemand mehr Hunger leiden. Das freut mich. Das freut mich. Niemand mehr Hunger leiden und die Decken haben wir auch verteilt. Ah, wir werden sehen. Das bedeutet, dass es den Leuten hier mit Sicherheit alsbald ein bisschen besser gehen wird. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Das muss auch klar sein, aber... Es ist die zumindest ein Anfang. Sind jetzt schön warm eingepackt. Sehr gut. Schön warm eingepackt und mit Essen versorgt. So kann man zumindest mal eine Woche überstehen. Und bis in der Woche haben wir dann vielleicht... Uiuiuiui. Bis in einer Woche haben wir dann vielleicht auch eine Lösung für die gesamte Situation. Das wäre zumindest wünschenswert. Auch wenn ich mir noch nicht vorstellen kann, wie die Lösung aussehen soll. Na nö. Hier waren wir noch gar nicht drin. Festung der abtrünnigen Magier. Habt ihr genug davon, euch von der Angst dieser dummen Narren fesseln zu lassen? Dann kommt in den Hexenwald, folgt den Zeichen. Wir können frei unsere Kunst betreiben und am Ende zu den neuen Göttern werden, so wie es vorgesehen ist. Oh ja, das hat ja gut geklappt. Hat man ja gesehen. Aber das ist ja voll der Ritualplatz hier. Guckt euch das mal an hier mit den Stacheln. Das ist ja sehr vertrauenserweckend. Nein, ich will nicht springen. Nein! Ich will Spindelkraut sammeln, Mensch. So. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Embryum. Da ist die Hütte. Da ist die Hütte. Aha. Was ist denn hier passiert?
Meine Güte, was ist denn hier passiert? Verbessertes Amulett der Magie. Da hat jemand versucht, einen Dämonen zu beschwören. So, so. Oder es war eine ausgelegte Falle für Templer, die eventuell hier hinkommen. Dass die dann, wenn sie hier sind oder wenn sie die Tür aufmachen, sofort quasi in den Dämonen reinlaufen. Nur so eine Vermutung. Nur so eine Vermutung. Aber na gut, wir sind natürlich, was das betrifft, ausgebildet darin, Dämonen zu vernichten. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo dieses... Oh Gott. Na komm, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ich habe eine Vermutung, wo dieses Okularium da ist. Nämlich an einem Ort, der für uns nicht so leicht zu erreichen ist. Oder? Hat der Drache sich genauso zurück... Nein, hat er nicht. Hallo? Na? 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 Nein! Oh Gott. Leute, das... Ich sehe das nicht. Kommt der auch runter oder macht er nur hier oben Spökes? Ha! Ja, klar. Wo ist denn der? Hier oben irgendwo. Da. Komm mal runter jetzt. Was soll denn das? Das ist ein bisschen unfair, wie der kämpft, oder? Was? Töten wir halt seine Kinder, wa? Auch eine Möglichkeit. Der kommt einfach nicht runter. Aua, 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 aua. Wenn ich einfach hier durchlaufe? Ja, Feuer ist wahrscheinlich bei denen... Kälteschaden, ja, Feuerresistenz. Ja, gut. Sag mal! Das hat doch mal sein! Jetzt ist er weg. Naja, nicht ganz. Oh! Oh, jetzt hat er sich niedergelassen. Komm, wir versuchen es. Fereldischer Frostrücken. Entdeckt. Blutklippen. Na komm. Au! So viel dazu. Seht ihr, wie viel Schaden wir denn machen? So gut wie keinen. Linkes Vorderbein, rechtes Hinterbein. Anfälligkeit für Kälteschaden. Ja, hat einen Totenkopf. Ist natürlich scharfsichtig, abgekühlt. Immunität, Verlangsamung, okay.
Trink den. Solis braucht Hilfe. Ja, nicht nur Solis. Na, ich komm nicht dazu. Mann! Ich habe keine Heiltränke mehr. Wo liegt denn Cole herum? Da. Ja, Solis ist tot. Ja, natürlich. Nee. Leute, das... ich glaube, das hat noch keinen großen Sinn, aber... Es hätte mich auch schwer gewundert, wenn wir gegen einen Drachen auch nur die geringste Chance gehabt hätten. Oder wenn wir hier mit vollen Tränken, vollen Lebenspunkten und so weiter reinkommen. Ja, aua, aua, aua. Vielleicht sogar noch aufgestuften Heiltränken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Jetzt kommt er wieder mit seinen Feuerbällen. Ja, und da hat es natürlich Solis wieder weggehauen. Nee, Cole. Nicht Solis. Die Sache ist halt, jetzt sitzt er da oben. Was macht er jetzt? Komme ich da überhaupt rauf? Cole steckt in Schwierigkeiten. Ja, wir stecken alle in Schwierigkeiten, habe ich das Gefühl, ne? Da oben kann ich ihn gar nicht erreichen. Da kann ich nur mit Fernkämpfern agieren. Nun, Cassandra, tapfer. Tapfer, aber letztlich leider vergebens. Man sollte sich halt auch nicht mit Drachen anlegen. Also nicht so früh. Wir brauchen, glaube ich, erstmal mehr Stärke. Drachen sind halt schon ein Brett. Wobei, solange Cassandra hier unter dem Bauch des Drachen bleibt... Kann er hier offensichtlich nicht... Oh, doch, kann er wohl. Hau ihm in die Testikel! Das hat natürlich überhaupt keinen Sinn. Es hat überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Oh, oh. Nun ja. Ja, also wir haben zumindest eine Lektion gelernt. Hier hinten ist noch was und dieser Schädel, den wir da haben, um die Scherben zu finden, der ist auch hier hinten. Aber es hilft halt nicht viel. Noch kommen wir hier nicht hin. Das heißt, wir sparen uns das für die Zukunft auf. Und damit hat es auch Cassandra erwischt. Nun ja. Ich nehme die königliche Elfenwurzel hier mal eben mit. Ansonsten lassen wir das hier erstmal außen vor. Das Gefecht mit dem Drachen. Ich hätte auch vorher direkt, weil ich bin ja eine ganze Zeit rumgelaufen, auch im Feuer und so weiter, hätte auch vorher eigentlich direkt da nach hinten durchlaufen müssen, um zu gucken, dass wir den sofort schnappen da hinten. Wusste nicht, dass der... erst da hinten dann quasi zu Boden geht. Na gut, dann bleibt hier noch ein bisschen was offen. Ein ganz klein bisschen was bleibt hier noch offen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, die Karte der Hinterlande relativ ausführlich erkundet. Und soweit alles gefunden. Was für uns bedeutet, wir gehen einmal zurück nach Haven. Und können Blackwall vor allen Dingen Dinge bringen aus den Hinterlanden, die er vielleicht zu schätzen weiß. Und Berichte der Berater abholen, denn die dürften mittlerweile auch wieder mit den Aufgaben, mit denen sie betraut waren, fertig sein. Sichere Reisen. Es heißt, ihr habt etwas gefunden, das mit den Wächtern zu tun hat.
Ich hätte es gern gesehen. Blackwall stimmt absolut zu. Nichts im Moment. Vielleicht später. Ist das Blackwalls Haus? Nee. Einfach nur eine Unterkunft für, glaube ich, die Schmiede hier und so. Na gut. Wir sehen uns später, Blackwall. Guten Tag. Guten Tag. Ja, die Bresche ist noch da. Die Bresche ist noch da. Zumindest eines, auf das man sich verlassen kann. Das ist ja schon mal schön. Dann gucke ich mal gerade, was wir hier noch für Requirierungen haben. Wann können wir mit den benötigten Zutaten rechnen? Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu euch. Ach so, ja. Legt es einfach auf den Tisch. Eine wirksame Mischung aus Heilkräutern. Macht plus eins. Bitteschön. Zwergisches Rätselkästchen. 5 Obsidian. Ich habe kein 5 Obsidian. Spinnensieg. Ja gut, das haben wir ja schon mehrfach hergestellt, ne? Einfach nur eine Möglichkeit, an Machtpunkte zu kommen. Liliana, hast du noch was zu sagen? Offensichtlich nicht. Ja gut, dann ist noch eine Sache, die wir im Ratsraum haben und die offen ist. Das ist nämlich die Rettung der Fereldischen Soldaten. Das können wir, glaube ich, auch schon machen. Dass ich keine besseren Neuigkeiten habe, ehrwürdige Mutter. Der Apotheker wüsste gerne, wofür ihr so viele Todeswurzeln braucht. Fran, besorgt euch so viele wie möglich. Wir finden schon einen Weg. Habt doch gerade erst Heilkräuter abgegeben. So, ich kann wieder aufsteigen, stimmt. Und wir hatten ja gesagt, hier hatten wir geistliches Wissen. Da hatten wir Adelswissen. Bells Handelsbeziehungen in ganz Thedas gewähren der Inquisition Zugang zu wertvollen Gütern und vergrößern ihren Einfluss bei verschiedenen Händlergilden. Ah, okay, guck mal hier, verkürzt die Zeit. Das sind die Emissäre, das bringen die Emissäre. Stallmeister Dennett. Schmugglerin Tanner. Die Emissäre bringen, dass unsere Leute ihre Aufgaben schneller vollziehen können. Lord Berant verkürzt die Zeit für Cullen und verkürzt die Zeit für Kalnesarians Klingen. So, dann nehme ich mal die Kenntnisse der Unterwelt. Dialogoptionen. Und dann haben wir 4 Dialogoptionen freigeschaltet. Da bin ich jetzt sehr glücklich drüber und dann können wir uns jetzt demnächst dann, wenn wir neue Boni bekommen, ganz in Ruhe umgucken, was wir noch brauchen könnten. So, die Universität von Orlais. Wir erinnern uns an die Anführer der Inquisition. Ich kann euch sagen, es war einfach fantastisch. Mutter Hevara kam in meine Amtsstube und entschuldigte sich. Sie entschuldigte sich für jegliche Unannehmlichkeiten, die meine Kollegen oder ich erleiden mussten. Angesichts der Verachtung, die uns ihresgleichen entgegengebracht hatte, war es ein echtes Vergnügen, ihren Zusicherungen zu lauschen, dass jegliche weitere Verunglimpfung der Universität schwere Bestrafungen nach sich ziehen werden. Auch wenn natürlich nicht gesagt ist, dass dies nach der Wahl einer neuen Göttlichen auch so bleibt. Ich spreche der Inquisition meinen Dank aus und habe euch einige Gegenstände geschickt, von denen unsere Professoren denken, sie könnten für euch von Interesse sein. Kanzler Jürgen Haulis, Universität von Orlais, eine Kriegerrüstung der Orlesianischen Armee. Dankeschön. Einmal Geld holen. Danke. 77 Kalden. Was ist denn da los? Die Waffe von Tyr der Strahlaxt finden. Aha. Inquisitor. Als langjährige Scholarin der antiken Avar finde ich eure Informationen über Tyr der Strahlaxt sehr faszinierend. Viele halten die Avar für unzivilisierte, kulturlose Barbaren, aber sagen die Orlesianer das nicht auch über uns? Die umfassende mündliche Überlieferung der Avar ist bis auf diese runenverzierten Fragmente weitgehend verloren. Nichtsdestotrotz bestätigen die Fragmente, was wir aus den Geschichten kennen. Dass Tyrda ihren Stamm vor einem mächtigen Kriegsherren gerettet und aus unbekannten Gründen ein entbehrungsreiches Leben in den Bergen gewählt hat. Das war zweifellos ein glücklicher Umstand, denn wären die Avar geblieben, wären die antiken Alamari, wo
wohl nach Norden gezogen und hätten die Aufmerksamkeit der Neromenian-Stämme erregt, aus denen später das Reich von Tevinter hervorging. Wäre das geschehen, hätten die Alamari wohl kaum überlebt, um das Ferelden zu formen, das wir heute kennen. Anhand der Markierungsrunen an diesen Orten kann ich vielleicht die Stelle ermitteln, an der Tyrdas legendäre Axt verborgen ist. Eine Axt mit kristallenem Kopf, aus dem angeblich Flammen schlagen, wäre in der Tat ein faszinierender Fund, sofern die Inquisition meine Expedition finanziert. 22, 21, 16 Stunden. Ja, wenn schon, dann werden wir ihr helfen. Komm, wir schicken eigene Truppen, die sie beschützen. So. Das hier meine ich. Hier, Soldaten retten, die in Ferelden verschollen sind. Und das hier wäre der nächste Schritt. Es möge brennen in deinem Herzen. Um das Herz der Bresche anzugreifen und sie ein für alle Mal zu schließen. Ja, wir haben 49 Macht, sehe ich gerade. Soldaten der Inquisition werden in den Marschen im Süden von Ferelden vermisst. Da weite Teile der Region nicht kartografiert sind, wird es schwierig werden, die Soldaten zu finden. Die Berater der Inquisition sind allerdings entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen und die Männer, wenn möglich, zu retten. Wir schicken selber Späher aus. Die verschollenen Soldaten wurden in einem Moor namens Pfahlbruch gefunden. Sie werden dort von Avar als Geiseln gehalten, die im Tausch für das Leben der Gefangenen eine Unterredung mit dem Herold Andrastes fordern. Ja dann? Das kann ich bieten, da bin ich dabei. Nee, falscher Button. So, Call und zack. Das kann ich wohl bieten. Ich liebe ja Sümpfe. Schon seit DSA. Dem Sumpf der Verderbnis. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielleicht könnt ihr diesen Schlamassel beseitigen. Unsere vermissten Patrouillen befinden sich in der Gewalt der Avar. Das sind Barbaren aus den Bergen. Was haben sie dann in einem Sumpf zu suchen? Das ist der springende Punkt. Ihr Anführer, er will, dass sie gegen euch kämpfen, weil ihr der Herold Andrastes seid. Was haben sie gegen Andraste? Nun, die Avar glauben an Naturgötter. Sie verehren einen Gott des Himmels, einen Gott des Waldes und so weiter. Die Avar sagen, ihr würdet behaupten, von einem Gott geschickt worden zu sein. Deshalb fordern sie den Willen eures Gottes heraus. Ich glaube ja, dass ihr Anführer ein aufgeblasener Gockel ist, der nur allzu gerne damit prahlen würde, euch getötet zu haben. Soll ich irgendetwas unterschreiben, bevor ihr versucht, mich zu enthaupten? Sie denken, dass nur Schwächlinge lesen. Ihr wisst schon, Scholaren, Bewohner der Ebenen, olesianische Bauern. Es wird nicht leicht sein, zu unseren Truppen vorzustoßen. Ihr müsst euch durch die Untoten... Wartet, ihr seid doch nicht empfindlich, was Untote angeht, oder? Sie stehen nicht auf der Liste meiner Lieblingsmonster. Dann solltet ihr euch vom Wasser fernhalten. Die Avar sind in dem Schloss auf der anderen Seite des Pfahlbruchs. So der Erbauer will, sind die Leute der Inquisition noch am Leben. Untote, ja wie schön. Das freut mich ja richtig. Finde den Außenposten der Avar. Errichtete Lager 1 von 2. Kontrolle über den Pfahlbruch. Es gibt neue Berichte. Setzt mich ins Bild. Was? Das könnte uns helfen. Bitte nicht. Bitte nicht! Aha. Die Getränke von Thedas. Garborgs Hinterlandsreserve. Vermutlich zurückgelassen, um eine Beschlagnahmung durch die Obrigkeit zu verhindern. Oder infolge eines Magenkrampfes nach übermäßigem Genuss. Garborg war nur von 874 bis 892 des gesegneten Zeitalters als Bauer tätig. Er starb, als sich Alkoholdämpfe in seinem Bart plötzlich entzündeten.
Nett. Vergessene Glaubensrichtungen. Oh ja. Könnte hier ganz interessant werden, oder? Die Lehren der andrastischen Kirche sind nun schon seit mehr als 800 Jahren Teil des Lebens der Bewohner von Thedas. Die Kirche leitet und unterrichtet uns. Das Wissen um unsere Sünden lehrt uns Demut. Und doch werden wir durch Andrastes Geschichte und ihr Leid auch beflügelt und mit Hoffnung erfüllt. Allerdings starb Andraste fast 200 Jahre, bevor Kaiser Cordelius Drakon die Kirche gründete und den Gesang des Lichts verbreitete. In jenen schrecklichen Jahren waren die Theodosier verloren. In ihrem Sehnen nach Erlösung folgten sie allem und jedem, von dem sie hofften, er könne ihnen die Antworten geben, nach denen sie so verzweifelt suchten. Einige von ihnen wandten sich wieder altbekannten Glaubensrichtungen zu, wie dem tevintischen Kult der alten Götter, tevinterischen, die wir für den Fluch der Verderbnis und die dunkle Brut verantwortlich machen. Andere jedoch fanden ihren eigenen Weg. Sie folgten falschen Propheten, erhoben Menschen zu falschen Göttern. Viele dieser Religionen, wie die Töchter des Liedes, die Lehren und andere, sind inzwischen verschwunden und gemeinsam mit ihren Anhängern ausgestorben. Andere, wie Hesarians Klingen, lauern womöglich noch immer in den dunklen Winkeln unserer Welt. Dieses Buch dient dem Ziel, uns an sie zu erinnern, damit wir sowohl Mitgefühl für jene entwickeln, die in diesen dunklen Zeiten lebten, als auch für diejenigen, die auch heute noch verloren sind und sich auf der Suche nach Licht an die Schatten wenden. Schwester Rondwen aus Tentervale. Ja, solange das nicht von Bruder Genetivi ist, glaube ich dem nicht. Ich finde das sehr bedenklich. Kurze Notiz. Helen, ich komme heute Abend nicht nach Hause. Rupert hat gesagt, er hat eine Überraschung für mich. Er hat mich Lady Peasley genannt. Und das macht er immer, wenn er versucht, mich zu beeindrucken, indem er so tut, als wolle er mich nicht beeindrucken. Sag Mama nicht, wo ich bin. Ich habe für euch beide Haferbrei in dem roten Topf gemacht. Ich kümmere mich morgen um sie. Versprochen. Lucia. Dann ist Lucia so gut wie tot. Wir kennen doch unser Dragon Age. Lucia ist so gut wie tot. Da gibt's gar keine Zweifel. Hier ist jetzt aber bitte nicht dauerhaft Gewitter, oder? Oder Blitzeinschläge hier irgendwo in der Gegend. Das wäre echt mies. Also wirklich mies. Wer länger dabei ist, weiß, ich kann das nicht ab. Fischers End. Ja, da sieht er bezaubernd aus hier. Genau die richtige Region für mich. Naja gut, was uns in Fischers End erwarten wird, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss!